Lazy Mensch, ne? Ich speichere mal ab. Wieder da? Ja. So, kaufen und verkaufen. Hast du guten Kram? Ach, guck mal, hier hast du noch 1400 Kronkorken. Warum hast du die nicht gewettet? Eine Sekunde. Ich will mir viel davon gönnen. Wenn wir überhaupt den Kram haben, um uns davon viel zu gönnen. Ich trinke trotzdem ein Bier, weil es schon relativ spät ist am Tag. Ne? Bitte keine Vorurteile. 1400, Mann, das gibt's nicht. So, gibt's denn noch was Spannendes zu verkaufen? Das können wir ja wieder überspringen. 3, 2, 1. Naja, immerhin. 260 Kronkorken können wir jetzt hier in den Handel reinwerfen. Was hast du denn Schönes für uns? Eine 5,56er Pistole für 1700. Ja, für die Sammlung, aber jetzt gerade nicht für Kronkorken. Eine 223er Pistole. Ebenfalls mit 5,56er Munition. Davon hätte ich noch ein bisschen. Zumindest Panzerbrechen. Den Rest hatten wir an den wandernden Händlerverkauf gehabt. Erhöhte Chance auf kritische Treffer. 32 Schaden, nur 369 Kronkorken. Das ist verdammt viel. Was macht der Revolver nochmal an Schaden? Revolver. 23. Sieht schlecht aus für dich, Revolver. Und die 5,56er kostet 1700, aber die macht 44 Schaden. Auch erhöhte Chance auf kritische Treffer. Das ist doch... Das gibt's doch nicht. Erstmal gucken. Kampfgewehr haben wir schon. Karawanenschrotflinte haben wir schon. Oh, Klingenhandschuh für die Sammlung. 61 Kronkorken kann man für die Sammlung ja mal ausgeben. Und Nagelbrett kriegen wir bestimmt auch noch. Aber jetzt für die Sammlung? Oder? Nee, wir haben schon Geld ausgegeben für die Klingenhandschuhe. Ist schon okay. Police Pistol. Wir kommen später wieder. Diese Waffen werden uns bestimmt früher oder später nochmal über den Weg laufen. Aber hier, die 5,56er Pistole für 1700, das würde jetzt uns den totalen Schub geben. Vor allem in Bezug auf die Munition. Die gibt es ja überall, die 5,56er. Nicht so wie bei Fallout 76. Ja, wir nehmen sie. Wir nehmen sie, ist in Ordnung. Hast du sonst noch irgendwas Schönes? Keine Kleidung, ernsthaft? Was seid denn ihr für ein Saftladen, bitte? Deckung, oh, das ist ein gutes. Das wird uns dauerhaft buffen. Nimm mal mit! Oh, Nuka-Cola-Quarz. So schön. Brauchen wir aber gerade nicht. Hilfsmittel, nope. Sonstiges. Altmetall, Fragezeichen, vielleicht. Oder eine gelungene Modifikation. Baseball. Extra Magazine für das Kampfgewehr können wir uns nicht mehr leisten, ne? Oh, wäre aber auch nicht schlecht gewesen, ne? 12,7er, Millimeter SMG. Ich schreibe mir mal die Modifikation auf, damit wir wissen, wenn wir dann ein bisschen mehr Geld haben, wo wir uns die holen können. Und wie gesagt, wenn wir dann die Kohle haben und die für uns relevant sind, dann kommen wir wieder und kaufen die natürlich. Oh, Schematics. Kennen wir schon größtenteils. Außer hier die 22er. Doch, die hatten wir gefunden gehabt. Stimmt, die hatten wir ja gefunden gehabt. Eine Welding Gun. Das ist... Ist ein Schweißgerät, ne? Brauchen wir gerade nicht. Nicht sofort. Scrap Revolver Parts. Oh, auch bei den Händlern. Das ist ja cool. Das wusste ich ja gar nicht. Deal? Ja, ich würde sagen schon, ne? Wir haben eine neue Pistole. Und ach ja, vielleicht sollten wir auch noch ein bisschen Money mitnehmen, ja? Money. Was hast du denn Schönes? Die Spezialmoney, ja, die können wir mitnehmen. Die ist relativ selten. Und das ist Money für unser Cowboy-Repetierer im Allgemeinen. Na gut, aber nur weil du es bist, Cowboy-Repetierer. 38er brauchen wir nicht. Beanbag. Was? Damit können wir Leute nur betäuben. Mehr nicht, Mensch. Mehr nicht. Aber wir haben sowieso gerade keine Knarre, die 12er Muni verschießt. 40 mm Granaten. Ja, vielleicht für unsere Operation Brimpass noch ein paar Granaten für unseren Granatwerfer kaufen. Könnte ganz hilfreich sein, aber wir haben ja auch dann eine neue Pistole. Und die sind verdammt schwer. Na gut, aber nur 5 Stück, ne? Nur 5. 5,56er ist jetzt interessant, weil wir jetzt diese neue Knarre am Hohlspitz, das komplette Paket, Panzerbrech, her damit! Generell 5,56er können wir ja auch wieder einpacken.
Ich weiß immer vorher nicht, ob das Ziel gepanzert ist oder nicht. Aber ich glaube, das können wir im VATS-Modus herausfinden. Ja, aber trotzdem könnten wir 100 Schuss ganz gut vertragen, ne? 100, aber mehr nicht. Ist nur eine Pistole, ne? Wir wollen es ja nicht übertreiben. Und Schrotmuni haben wir wirklich genug. Das schöne 3-0er-Schrot. Ein paar Schrotkugeln weniger, aber ein bisschen präziser und mehr Schaden. Impulskugel. Oh, gegen Roboter relevant, ne? Ja, stimmt. Mal gucken. Vielleicht hauen die ja gut rein. Das wäre soweit. Die Laufgeschosse vielleicht noch. Ist ja gut. Meine Güte. Und schon sind wir wieder pleite. Dankeschön. Können wir nochmal Karawane spielen? Quatsch, ist nur Spaß. Und wie sieht unsere neue Knarre jetzt aus? Mal ganz kurz geguckt. Bitte nicht ausflippen. Ich zücke jetzt eine Kanone. Eine 5,56er Pistole. Und Revolver war bei uns auf der 5, ne? Genau, zack. 5. Zeig mir ja das Teil. Wow. Das sieht aber schon enorm cool aus, das Teil. Wir brauchen ein Foto sofort. Ignoriert mich einfach. Ich mache manchmal ganz komische Sachen. Toggle-Free-Kamera. Haut schon rein, ne? Gehst du bitte weg? Dankeschön. Das ist ein Solo-Selfie, okay? Nice. Gefällt mir. Wir können weitermachen. Einstecken, schießen wir nachher ein. Ist hier noch einer zum Reden bereit? Nein. Nein. Als ich diesen Auftrag bekommen habe, beklauen werde ich euch nicht. Aber ich gucke trotzdem mal nach, was gratis ist. Nop. Kein Gratis-Kram. Was für eine Schande. Aber schöne Kisten habt ihr hier. Muss ich euch lassen. Das wäre auch ein bisschen viel Aufwand hier, ne? Will ich nicht machen. Wir könnten aber, glaube ich, ganz gut mal hier ein Ründchen schlafen, ne? Wie spät ist es? Bevor wir weiterziehen. 16 Uhr. Ich sag mal gute Nacht, ne? Und zwar bis um 5 Uhr, ne? Wir müssen ja noch in das andere Gebäude, dann wird auch wieder ein bisschen Zeit vergehen, in der dann die Sonne vollends aufgehen kann. Wir können! Macht's gut, es war ein schöner Tag hier. Wahrscheinlich 8 Folgen lang war ich hier drin, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Und jetzt gehen wir erstmal rüber zu, richtig, dem anderen. Wie hieß er? Jackson. Da, wo ich gedacht habe, dass er von der Bruderschaft ist. Aber das ist er gar nicht. Er ist so ein bisschen das Mädchen für alles. Ist doch ganz dunkel hier. Und das Licht backt ein bisschen rum. Aber ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Hallöchen. Ich mach mal aus, ne? Ihr seid hier schon hart am Arbeiten. Die da drüben machen Pause. Aber kennen wir schon. 9mm Munition können wir schon herstellen. Darf ich hier ran? Ich darf hier wahrscheinlich nirgendwo ran. Bist du Jackson? Nee, du bist Major Knight. Karawane, Bürger, Pilger oder... What? Wie bitte? Ich trage das ins Logbuch ein. Überwache den ganzen Verkehr durch den Außenposten. Auch wenn wir momentan nur Eingänge und keine Ausgänge haben. Wenn Sie den befehlshabenden Offizier suchen, der ist hinten. Aber er hat eine Menge zu tun. Wenn Sie was zu sagen haben, fassen Sie sich kurz. Wenn wir uns Ihre Ausrüstung mal ansehen sollen, lässt Sie das machen. Falls Sie die Arbeitsanweisung und die Anträge für Teile unterschreiben. Wir sind pleite. Kann ich irgendwie helfen? Hilfe? Nun ja, Sie könnten mit Ranger Jackson sprechen. Vielleicht hat er was für Sie. Er leitet die Sache hier. Meistens schickt er nur Berichte nach Westen, die nicht gerade die besten Neuigkeiten enthalten. Okay, ich habe Sachen, die repariert werden müssen. Alles klar, dann unterschreiben Sie bitte hier, hier und hier. Und hier bitte nur die Initialien. Verdammt, wir haben 252 Kronkorken. Okay. Was wollen wir denn reparieren? Unser Outfit? Ja, für 6 Kronkorken. Na klar, Mensch. Und auch unseren Strahlenschutzanzug. Wie bitte, das Fitzelchen kostet 115 Kronkorken? What the heck? Und hier ebenfalls so ein ganz kleines Fitzelchen für 24 Kronkorken. Aber nur, weil es unsere neue Knarre ist. Das wäre es. Dankeschön. Aber wer sind Sie eigentlich? Ich bin Knight. Major Knight. Michael Seit Knight. Ewigkeiten muss ich mich mit diesen Karawanen herumschlagen. Aber irgendwer muss das ja machen. Ja, irgendeiner ist immer der Doofe, ne? Aber ist das dir nicht aufregend genug hier? Ist gar nicht so schlimm. Falls Caesars Legion über Nipton nach Westen vorrückt, dann liegt der Mojave Outpost hier direkt an der Front.
Da geht die Action gleich richtig los, meinst du, ne? Okay, was ist das eigentlich für ein Ort? Wir kontrollieren hauptsächlich die RNK-Grenze. Wir sollen dafür sorgen, dass die Karawanen entlang der I-15 und des Highway 95 sicher sind. Weder der beste Posten noch die beste Stellung. Aber es ist besser, als im Osten oder im Colorado zu patrouillieren. Da gibt es ziemlich viel Legion. Das stimmt. Die sterben weg, wie die fliegen. Das werden wir später noch sehen. Das wäre es soweit. Dankeschön, Major Knight. Wegtreten. Wegtreten, wow. Er akzeptiert uns schon als einer von ihnen. Ist alles Diebstahl, können wir uns sparen, ne? Nee, für so Billigkram werde ich ihn nicht klauen. Aber für ein Gewehr, für ein Scharfschützengewehr würde ich wirklich, naja, da würde ich euch alle niederschießen. Aber habt ihr ein Glück, dass hier keins rumliegt? Nee, hier auch nicht. Wo ist Jackson hin? Hey. Ich muss mit Jackson reden. Wir können helfen, da ist er, ne? Ich komme gleich. Eine Sekunde. Alles nochmal abchecken. Hin und wieder ist ja was dabei, was man mitnehmen kann. Und das kann ich dann einfach nicht liegen lassen. Ich würde es mir nie verzeihen, wenn wir da was vergessen würden. Hallo. Hi. Hallo. Sieht aus, als hätten wir einen neuen Besucher im Brahmin-Verschlag. Nicht viele Leute kommen hier eilig her. Die meisten sind nur auf der Durchreise. Ja. Für die Durchreise ist es aber ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Die Straße nach Norden ist die Hölle. Da würde keine Karawane durchkommen. Mhm, okay. Sieht so aus, als ob sie mehr als genug Soldaten hätten. Soldaten? Nein. Rekruten? Ja. Und dem Mojave Outpost ist befohlen worden, stets Truppen an der RNK-Grenze verfügbar zu halten. Würden wir eigene Leute schicken, hätten wir nicht mehr genug Soldaten im Außenposten und würden damit einen direkten Befehl aus dem Westen verletzen. Mhm, okay. Schickt die RNK noch mehr Truppen? Mehr Truppen? Ja. Aber keine Verstärkung für den Außenposten. Truppen kommen hier nur auf dem Weg nach McCarran oder zur Front bei Forlorn Hope durch. Oder sie haben Freigang und sind auf dem Weg nach Vegas, um da ihren Sold auf den Kopf zu hauen. Die kommen hier alle durch. Hm, irgendwie klingen sie frustriert. Frustriert? Nein, ich habe meine Befehle, unterschrieben und bestätigt von der ganzen Befehlskette bis hoch zu Kimball. Ich verstehe auch ihre Gründe. Der Außenposten ist kein Legion-Ziel, anders als Vegas oder der Damm. Aber wenn die Karawanen hier festhängen, dann wird das die RNK hart treffen. Egal, wollt ihr nicht das Ohr abkauen? Nein, nein, alles cool, Mann. An manchen Tagen landen eben nur mehr Anforderungen und Tagesberichte als Ergebnisse auf meinem Tisch. Ich kann noch helfen, bestimmt, oder? Hilfe? Nein, ja, komm. Ich weiß das Angebot zu Wissen Sie was? Ja, ich kann Hilfe brauchen. Na, und geht Sie scheinen doch. Sich auszukennen. Dankeschön. Die Karawanen müssen weiter. Das heißt, der Weg nach Norden muss geräumt werden. Aktuell kriecht einfach zu viel auf dem Asphalt herum. Klingt gut. Dann sind wir im Geschäft. Danke. Ich weiß das zu schätzen. Kommen Sie wieder, wenn Sie fertig sind. Vielleicht kann ich Sie mit ein paar verlorenen Vorräten bezahlen. Na, das ist doch schon mal was. Können wir noch mehr quatschen? Glück auf dem Pfad gehabt? Noch nicht. Nun, wenn Sie helfen können, wüsste ich das zu schätzen. Diese Karawanen müssen wirklich weiter. Alles klar, wunderbar. Cool, cool, cool. Wir können wieder raus auf die Straßen der Wüste. Hallo. Da, wo jeder um sein Überleben kämpft. Endlich! Die Sonne ist fast, wie spät ist es? 5.14 Uhr, sage ich doch. Noch ein Schlückchen Wasser und dann sind wir hier weg. Was sagen die Tragekapazitäten? Die sagen, go, lauf, Leo. Und das werden wir auch tun. Hm, verdammt, jetzt haben wir schon wieder so viel Wasser. Aber das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Wir haben ja noch okay Tragekapazitäten. Wir wollten Richtung Prim. Gucken rechts und links am Wegesrand mal nach, ob wir hier nicht noch ein leeres Dreieck finden. Und dann, wow, dann haben wir schon ganz schön viel erkundet, Mensch. Schön. Einfach nur schön. Wegmarkierung bitte dahin verschieben. In die Richtung. Und da ist schon das nächste leere Dreieck. Richtung Norden. Im Dunkeln ist gut munkeln. Hier kommt Stimmung auf. Finde ich gut. Norden, Norden, Norden. Oh, und ich kann es kaum erwarten, unsere neue Knarre auszuprobieren. Los, renn mal ein bisschen. Wir brauchen ein paar Gegner. Und da werden sicherlich gleich welche kommen. Da ist er schon, der erwartete Gegner. Aber wir gehen vielleicht in den Kampf rein mit... Erstmal mit dem Cowboy-Repetierer, wenn es was Schlimmes ist. Ansonsten lassen wir es näher kommen. Na, ein kleiner Red Skorpion, den machen wir alle mit unserer Knarre, mit unserer 5-5-6er Knarre. Oh, da ist er schon.
Boom, boom. Oh, herrlich. Wie gut das aussieht. Und es macht Geräusche. Geräusche machen alles besser. Noch ein kleiner. Noch ein kleiner. Ja, noch ein kleiner. Eat this. Vielleicht aus der Hocke schießen. Ja, viel zielgenau. Aber sowas von, ne? Boom. Killerspiel. 75 von 75 irgendwas getötet. Es will uns umgehen. Es will uns was vormachen. Vergiss es. Du stirbst heute. Wenn ich dich treffe. Sind die gepanzert? Nicht wirklich, ne? Mm-mm. Die hätten wir auch mit Hohlspitzmunition wahrscheinlich gewone-hitted. Hey, hau doch nicht ab, Mensch. Weg, weg, weg. Ein kleines bisschen Krite. Schön. Einfach nur schön. Trotzdem sollten wir hier mit dem Cowboy-Repetierer rumlaufen. Da vorne. Unheimlich viele Skorpione. Da, in die Richtung. Ich kann sie schon riechen. Dieses mistige Pack. Sind es große? Es sind große. Aber die sind gepanzert, ne? Eine Sekunde. Für welche Waffe haben wir die meiste panzerbrechende Munition? Für unsere neue Pistole. Wow, das kommt echt gut jetzt gerade. Total gut. Da sollten wir auch jetzt schon... Ja, okay, kleiner Bug am Rande. Ja, Waffe wegstecken, nochmal rausholen. Ist alles kaputt gerade offensichtlich. Immer noch? Nee. So, wir haben es gelöst, das Problem. Hier packt man 556er panzerbrechend rein. Zack. Aber anschießen müssen wir sie natürlich auf Distanz. Von der 357er haben wir eine Hohlspitzgeschosse, das wäre natürlich verschenkt gegen Panzerung. Okay, speichern. Drogen? Fragezeichen. Es wird auf jeden Fall haarig. So viel kann ich schon mal versprechen. Das müssen wir noch lesen. Ist hiermit getan. Drogen, Drogen, Drogen. Keine Drogen. Hatte sie keine Drogen oder habe ich die vielleicht einfach nur übersehen? Stachel! Auf den Stachelmann! Er kommt, er kommt. Wechsel. Oh oh, oh oh. Bitte, 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 bitte. Komm schon! Nein, wir sind getroffen. Wir müssen sofort das Gegengift nehmen. Sofort. Gegengift, Gegengift! Pip-Boy, Pip-Boy, Mensch. Das ist verdammt wichtig, das verflucht. Gegengift, lauf! Ich bin erledigt. Third person und rennen! Klappe die zweite, er kam einfach zu schnell um die Ecke. Aber diesmal sind wir vorbereitet. Wir werden das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Weg, weg, hoch, hoch. Knarre. Oh, er wollte uns. Er wollte uns. Er wollte uns tatsächlich. Mit seinen Krallen wollte er uns zu Leibe rücken. Komm schon. Warum haust du hier ab? Warum? Na! Geht doch! Uiuiuiui! Gegengift! Wir müssen Gegengift kaufen, oder? Wir müssen mal am Feuerchen gucken, ob wir nicht vielleicht, genau, davon irgendwas herstellen können. Irgendwas herstellen können, was uns entgiftet. Ich brauche ein cooles Bild hier neben dem Skorpion. Das geht nicht anders. Genau, hier eine Hocke. Toggle-free Kamera. So cool! Wie so ein Großwildjäger. Bisschen von da, ein bisschen höher. Ist immer ein bisschen schwierig hier. Ja, ist akzeptiert, nehme ich. Und vielleicht mit dem nächsten noch eins. Aber den schießen wir erstmal schön auf Distanz an. Wie sich das gehört. Wo ist er hin? Die Ratte? Ich sehe ihn nicht. Schön schleichen bleiben. Da ist er. Kritisch! Kritisch! Okay, alles ist cool. Lass dir Zeit. Hat er nicht akzeptiert? Er macht einen Moonwalk. Okay, die seitliche Variante eines Moonwalks. Waffenwechsel. Lieber früher als zu spät. P-
panzerbrechende Munition gegen die riesen Red Skorpione. So elementar wichtig. So wichtig. Wow. Cool, cool, cool. Ich freue mich. Ich danke dir für deine Giftdrüsen. Schöne Handelsware. Ist hier noch wer? Ist hier noch was? Irgendwas? Ich glaube, ich mache das auch lieber mit der Knarre hier. Ne, wir haben gerade geschlafen. Alles ist okay. Ich kann immer noch nicht rennen. Oder ich kann jetzt gerade nicht rennen. Mit dieser Knarre in der Hand, weil wir zu schwer beladen sind. Oder weil wir durstig sind. Eins von beidem. Na, noch ein Schlückchen. Jetzt ist alles gut. Eine frische Kartoffel hinterher. Und, nee, geht immer noch nicht. Okay, wir sind zu schwer beladen. Aber Schnellreisen geht noch. Wir sind zumindest nicht überladen. Ist ein guter Anfang. Leer, leer, leer. Oh, ein Sternkornkork. Nice, dankeschön. Und hier ein Heftchen. Ödland Überlebenshandbuch. Nimm mal mit. Wonderglow und die Paintgun. Paintgun braucht mir, glaube ich, nur einmal für die Rüstung. Genau. Für die Rüstung. Für unser Projekt Custom. Ja, und die haben wir schon. Custom RNK Armor. Aber Wonderglow nehmen wir mit. Und den Rest lassen wir liegen. Oder vielleicht doch nicht. Doch, lassen wir liegen. Hat sich hier noch irgendwas versteckt, was wir gebrauchen können? Wie, gibt's hier nur die zwei Zelte? Schade. Aber die Gegner waren cool. Package of Kippen, Mensch. Nimm mit. Nimm mit, nimm mit, nimm mit. Und ein bisschen in die Tonne durch die Gegend kicken. Warum eigentlich nicht? Hier ist ja ein Feuer. Hier können wir das gleich mal checken. Ob wir nicht irgendwas basteln können, was uns vielleicht entgiftet. Befreit von... Hier, Tiergift heilen, Gegengift. Wir brauchen Nachtpirscherblut. Oh, und dann in Kombination mit Red Skorpion Giftdrüse. Ich schreibe es mir auf. Ich habe auch gerade registriert. Wir brauchen Überleben auf 40. Aber das macht so viel Sinn. Aber auch nur jetzt eigentlich gerade. Weil später werden die gar nicht so nah an uns rankommen können. Ich schreibe es mir trotzdem auf. Und wir machen weiter.